Ja, herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry. Wir haben Virgil wiedergesehen in Form eines Dämons unter Kontrolle von Mundus. Wir haben erfahren, also durch die Videosequenz, dass Trish uns einfach nur verarscht hat. So, Magma-Haken. Ja, alles in allem nicht so gut. Ja. Betreten der gesetzlosen Welt. Machen wir uns auf den Weg. Wir haben wieder Nightmare verhauen. Hey, alles zu, alles klar. Dann gehe ich runter. Klack, 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 klack. Ich nehme alles mit. Wie immer. Und zurück. Denn jetzt müssen wir... Ah, das Elixier reagiert sehr stark auf das andere Gemälde. Alles klar. Und jetzt ist nämlich das, was ich machen wollte. Hier durch den Spiegel durch, überall. Da haben wir, ne? Ja. Der Spiegel reagiert auf das Elixier. Und das Spiegelbild wird immer unheimlicher. So. Nun. Wow. Befinde ich mich in der Welt quasi, in der ja Nelo Angelo, / Virgil, aufgetaucht ist. Mit anderen Worten, wir befinden uns jetzt in der Unterwelt. Oh, die Musik. Ich bin ja kein großer Kirchengänger und so, ne? Aber ich liebe solche Orgelmusik. So, ich will erst den blauen Orb haben, weil es hat so seinen Grund. Boah, das ist ganz so fürchterlich verfallen aus hier. So war das genau. Denn wenn ich das jetzt nicht geschafft hätte, hätte ich hier immer noch gleich die Möglichkeit, das Devil Trigger wieder aufzuladen. Denn Stein des Philosophen! Der Schlüssel, mit dem sich das Tor zur Unterwelt öffnen lässt. Ich hätte mich an diesen Schönheiten wieder auftanken können. Ja, diese freundlichen Gestalten sind Nobodies. Sie sind laut Text eine unterentwickelte Dämonenart niedersten Ranges,
Wobei ich nicht verstehe, warum. Sie sind mit Abstand die stärksten Dämonen, die es bei Devil May Cry gibt. Sie werfen mit einem Auge, das an ihrer Seite klebt, was halt mir teilweise hinterherrollt, dann irgendwann explodiert, dann ihre schnellen Manöver einfach. Ihre Kraft an sich ist absolut nicht zu unterschätzen. Wie man ja sieht, ich war noch voll. ja. Dann können sie mich, wenn sie ihre Maske aufsetzen, mit ihrer zusätzlichen Hand greifen. Dann schlagen sie mich halt auf Boden immer und immer wieder. Und werfen mich dann irgendwann weg. Warte, ich gehe nochmal zurück. Irgendwie. Tut mir leid. Das muss. Ich weiß nicht. Ich möchte gern. Ganz sicher gehen. Na toll. Ich würde einfach nur ganz sicher gehen. Latsch. Außerdem kann man sich ja mal kurz voll tanken. Ich möchte noch einmal dazu. Weil irgendwie bin ich der Meinung, dass ich hier zweimal hin muss. Also, was heißt hier? Ein Fragment hatte. Mann! Ist das zu fassen? Ui, der ist ja schon hier! Nein, hör auf! Nein, man kann halt die Maske auch zerschlagen. Dann werden sie wieder klein.
Und sie geben halt viele Orbs. Im Vergleich zu anderen Dämonen. Das muss auch einer. Da war definitiv einer. Hä? Schon wieder? Oh Mann! Dante! Ist doch nicht zu fassen, oder? Man muss echt hoffen, dass er diese schöne Kante da festhält. Ja, hallo? Hä? Ich kapiere das gerade nicht. Ganz merkwürdig. Egal. Bevor ich hier noch weiter rumgammel, das ist ja nicht so spannend, sonst. Ich gehe weiter. Wenn ich irgendwas da gerade falsch gemacht habe, tut's mir leid. Na toll! Nein! So. Die Dunkelheit des Bösen grüßt mit weit geöffnetem Mund. Das muss das Tor zur Unterwelt sein. Aufregend. So, ich werde den Stein des Philosophen mal verwenden. Und wir treten ein in die Unterwelt. Und Duell mit Nightmare, Auftrag 20. Ja, wir werden ihm endlich gegenübertreten. Auge in Auge. Oder Auge in Augen. Hat Nightmare Augen? Nein, einfach hätte keine Augen, ne?
Oh, hallo Frost. Na, und wie man sieht, Frost fällt auch auseinander. Und dann versucht er sich in diesen Eisblock halt auch zu heilen. Und er generiert dann zum Beispiel auch seinen Arm wieder, wenn man ihn abprügelt. Einfach genial gemacht. So, dann, wann? Was hier? Den schon? Da bin ich reingekommen. Nee, ist, ah, warte. Auf den Lappen. Wow. Ja, wow. Eine mit Ruhen verzierte Welt. Dante! Dante! Help me! Trish! Oh. Ja, jetzt kämpfen wir hier auf engstem Raum gegen Nightmare. Dieser Nightmare-Kampf hat mich auch einige Zeit gekostet. Auf meiner Schwierigkeitsgrad. Oh. Diese Raketen, die er abfeuert, kann man sogar zurückschlagen. Und das Schöne ist, die Kugel ist immer noch blau. Trust a stranger. Your presence has become a hindrance to my master's bloody scheme. Now die! Ja, jetzt. Oh, wie man sieht, macht Trish von außen ein wenig Randale. Aber... Bam! So, und jetzt geht's los. Der Albtraum ist vorbei.
Dante! Dante, why did you save my life? Because you look like my mother. Now get out of my sight. The next time we meet, it won't be like this. Dante! Don't come any closer, you devil! You may look like my mother, but you're nowhere close to her! You have no soul. You have the face, but you'll never have her fire! Ja. Wow. Erst spielt sie das Opfer. Dante will ihr helfen. Was tut sie? Sie attackiert ihn, während man sich mit Nightmare beschäftigt und sie beschützen will. Das ist so fies und gemein. Naja, was man ja vielleicht mitbekommen hat, Nightmare war ein ebenso großes Mistvieh. Auf anderen Schwierigkeitsgeräten wäre ich jetzt wahrscheinlich draufgegangen, wenn ich da gekämpft habe. Der geht nämlich in eine neue Phase. Klopft ihn sein Leben runter, bis Trish sich halt einmischt. Und die würde sich halt auch in den Nightmare-Kampf mit einmischen. Nicht nur, dass sie ab und zu mal, also sie wird immer ab und zu mal so einen Blitz reinfeuern, wenn man kämpft. Gerade sehr schön, wenn du gerade dabei bist, den Kern zu attackieren. Naja. Und dann, wenn das Leben von Nightmare weg ist, platzt der Kern auf, wird rot, er geht in den absoluten Rage-Mode. Und diese Laserstrahlen, die man im Video jetzt gesehen hat, würde er auch so abfeuern. In alle Richtungen, unkontrolliert. Du musst dann echt zusehen, dass du da rankommst. Naja. Wieder ein bisschen kürzer, aber das hält die Spannung offen, ne? Deswegen würde ich sagen, der nächste Auftrag kommt in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, bye bye.